Und in dieser Sendung haben Sie mal wieder Glück gehabt, eingeschaltet zu haben im richtigen Moment, denn wir haben ein paar sehr, sehr gute Schnäppchen. Nicht nur, dass wir Ihnen jetzt hier drei Laptops von vertrauenswürdigen Herstellern präsentieren dürfen, genauer gesagt Dell und HP, die Markennamen sprechen schon für sich, sondern es sind auch bewährte Produkte. Produkte, die Unternehmen schon im Gebrauch hatten, das heißt, sie haben sich bewusst für eben diese Marken und eben diese Modelle entschieden und sie sind bewährt, denn sie waren schon mal im Gebrauch. Das sind aber gepflegte und vor allem geprüfte Leasingrückläufer, die nochmal richtig auf Vordermann gebracht worden sind. Das erklärst du uns gleich nochmal genauer. Sehr gerne. Ja, aber ja. Genau das ist eben der Grund, weshalb Sie hier so ein Schnäppchen schlagen können und das bei Geräten, die von Neugeräten nicht zu unterscheiden sind. Für mich zumindest nicht, muss ich zugeben. Und ich habe gerade unsere ersten beiden Neuheiten hier, unsere beiden Schätzchen, die vor uns stehen. Und ich stehe hier auf den ersten. Den finde ich großartig. Ja, find ich auch. Die Größe vor allem. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis Spitzenklasse. Bei einem Dell-Rechner eigentlich so überhaupt nicht dran zu denken, dass man sowas für so ein Geld bekommt. Ja. Schon richtig klasse. Ich habe ihn ausgepackt und es war für mich eigentlich so, als wenn ich ein Neugerät auspacken würde. Dabei haben Sie ungefähr 2 Jahre schon gezeigt, dass Sie hervorragend funktionieren. Und grundsätzlich kaufen wir nur die Top-Marken an, wenn es um sogenannte geprüfte Leasingrückläufer geht. So ist das bei Dell, so ist das bei Hewlett-Packard, so ist das an anderer Stelle auch gerne mal bei einem Lenovo oder bei einem Acer. Jetzt haben wir uns hier für das Parade- oder eins der Parademodelle von Dell entschieden. Und ja, Rebecca hat vollkommen recht. Das Erste, was auffällt, ist diese etwas kompaktere Größe. Und das ist jetzt hier für mich ein ganz klares Plus bei diesem Gerät. Mhm. Wir haben hier ein 14-Zoll-Gerät mit knapp 32 cm in der Bilddiagonale. Und da wir von einem Laptop sprechen, ist es natürlich klar, dass viele unserer Zuschauer jetzt so einen Laptop ja nicht nur zu Hause nutzen, sondern eben auch gerne mal mitnehmen, auch mal für Schüler und Studenten, mal an die Uni oder mal zur Schule. Da kannst du jetzt mit so einem 15 oder 16 oder 17 Zoll großen Gerät schon weniger etwas anfangen. Klar sind die Bildschirme dann etwas größer, aber ich finde gerade diese kompakten Maße, wenn man den mal in der Aktentasche oder vielleicht mal in der Schultasche oder mal im Rucksack hat, dann doch wesentlich angenehmer, macht sich dann natürlich auch am Gewicht bemerkbar. Ja. Gut 1,5 Kilo, das ist ungefähr so viel wie eine große Flasche Wasser verteilt in ein sehr, sehr schönes, schlankes und kompaktes Gehäuse. Super, alleine wir haben uns eben schon davor gestellt und haben mal, weil ich auf allen drei Geräten hier mal das gleiche Video habe laufen lassen, mal die Bildqualität angesehen. Großartig, ja, wir sind hier im hochauflösenden Bildbereich unterwegs, wie gesagt mit fast 32 cm in der Bilddiagonale, HD-Auflösung das Ganze, vollwertige Tastatur, grundsolide natürlich auch von dem, was die Technik ausmacht, der ist schnell, der ist robust gemacht und bietet Ihnen all die Vorteile, die ein moderner Rechner heutzutage braucht. Also wirklich modernste Technik eingebettet in ein grundsolides Gehäuse. Und um da gerne mal etwas konkreter zu werden, wir haben hier von Intel einen der wohl besten, ich sag mal gehobenen Mittelklasse-Prozessoren drin, die man für Geld kaufen kann. Das ist der Intel Core i5. Wir haben klassische standardmäßige 8 GB Speicherkapazität im Arbeitsspeicher drin. Und nur mal zum Vergleich, Windows beispielsweise, Microsoft empfiehlt für das Betriebssystem Windows 10, was wir hier schon grundsätzlich für Sie vorinstalliert haben, in der großen, in der 64-Bit-Variante, 4 GB Arbeitsspeicher, wir haben doppelt so viel, also da ist immer noch mal etwas Reserve drin. Und zum Speichern von all Ihren Daten, von Ihren Fotos, von Ihrer Musik, von Ihrem Schriftverkehr, heute geht es heutzutage ja kaum noch etwas ohne mal E-Mails oder ohne die Möglichkeit, etwas am Rechner zu tippen und es dann später vielleicht per E-Mail zu verschicken oder auszudrucken. Auch da ist reichlich Speicher vorhanden. Windows 10, wie gesagt, das Betriebssystem haben wir für Sie schon aufgespielt, hat unser Refurbisher gemacht, unser Aufbereiter hat das gemacht und auch ein Antivirenprogramm mit einer kompletten Lizenz für ein ganzes Jahr ist hier schon mit drauf und dafür alleine kannst du schon mal gut und gerne so um die 100, 120 Euro für auf den Tisch legen, je nachdem welchen Anbieter du da wählst. Das ist hier schon bereits für Sie vorinstalliert. Webcam hat er natürlich auch und da können wir mal ganz kurz gucken, weil ich mache mal eben das Video zu, ein bisschen ins Bild reingrätschen. Gucken wir uns das auch mal an. Ich habe die eben schon mal aufgemacht. Na, wo ist der Cursor? Hier. Nämlich sehr schön gemacht. Bitte in der modernen Zeit braucht man natürlich auch mal eine vernünftige Webcam. Man kann das Bild natürlich auch ganz groß machen. Auch das in einer guten Qualität. Eingebautes Mikrofon hat er natürlich auch. Dass man hier also auch mal von Angesicht zu Angesicht telefonieren kann. Diese berühmten Team-Meetings, von denen man immer wieder etwas liest und etwas sieht, kann man natürlich auch damit durchziehen. Gerade für Schüler und Studenten oder eben auch für die Menschen, die arbeiten und sich viel mit Computern beschäftigen. Genau das Richtige. Bluetooth-fähig ist er auch.
auch. Das kennt man normalerweise von den Handys, von den kleineren Mobilgeräten, gerade wenn es um Kopfhörer geht. Sie möchten vielleicht auch im privaten Bereich nicht nur das Internet nutzen, sondern vielleicht mal entspannt, so wie ich das ganz gerne mal mache, abends im Bett nochmal so 40 Minuten eine Serie schauen, bevor es dann ins Reich der Träume geht. Da hat man vielleicht einen Partner neben sich liegen, den möchte man nicht stören. Ich persönlich mag diese kabelgebundenen Kopfhörer nicht so gerne. Da ist man immer sehr eingeschränkt vom Bewegungsradius. Hier brauchen Sie kein Kabel anzudocken, das funktioniert per Bluetooth. Also auch wenn Sie diese kleinen Ohrstecker haben, die sogenannten In-Ear-Headsets, wie sie genannt werden, geht das eben auch mit so einem Gerät. Also alles in allem muss ich sagen, ich bin schwer begeistert. Ja. Ich finde ihn leicht, ich finde ihn handlich. Er hat alles das, was ein moderner Rechner heutzutage braucht. Und er wird garantiert auch für Sie zur vollsten Zufriedenheit laufen. Und da reden wir jetzt also nicht nur von den nächsten ein, zwei Jahren, von so einem Gerät, gerade aus dem Hause Dell, ein Top-Markenhersteller. Ja, da weiß man schon, was man für eine Qualität bekommt. Da werden Sie viele, viele Jahre Freude dran haben. Und selbstverständlich, obwohl wir hier von einem sogenannten geprüften Leasing-Rückläufer sprechen, der schon einmal im Gebrauch war, bekommen Sie von uns natürlich neben einer umfangreichen Prüfung seitens unseres Partners, einem der größten Wiederaufbereiter in ganz Europa, natürlich auch die gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monate Gewährleistung. Normalerweise legt man für den hier knapp 1.400 Euro auf den Tisch, wenn Sie ihn im Moment überhaupt so einzeln kaufen könnten oder ein vergleichbares Gerät. Denn gute Computer zu bezahlbaren Preisen zu bekommen, ist schwierig. Hm. 1.400 Euro sind eine Ansage, wir kriegen es günstiger hin. Ja, und zwar deutlich günstiger. 289,99 € für einen Dell-Rechner. Und das spürt man, die Qualität, wenn man den in der Hand hält. Er ist super leicht, perfekt für unterwegs und so eine gute Qualität. Und das kommt auch noch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Ich bin ganz begeistert, dass wir sowas hier möglich machen können. Deswegen, es gibt auch immer nur sehr, sehr begrenzte Kontingente hier. Also seien Sie schnell. Die Bestellnummer von diesem Dell-Laptop ist die REF 1554 und die 569. Und jetzt gehen wir mal in größere Gefilde. Hier gerade im Vergleich sieht man da doch noch mal einen Unterschied. Aber das ist das Schöne, dass wir hier in dieser Sendung für jeden Geschmack das Richtige haben. Ne? Und das ist es gerade. Also manch einer möchte ganz gerne etwas kleineres, kompakteres Gerät haben, weil es eben dann doch ganz gerne mal mitgenommen wird, wenn man unterwegs ist. Nochmal bitte für Schüler und Studenten oder mal als Zweitgerät vielleicht auch mal für unterwegs, während man das etwas größere Gerät vielleicht dann doch eher zu Hause nutzt. Natürlich mal im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, vielleicht auch mal in der Küche oder draußen auf der Terrasse, am Esstisch beispielsweise. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Geschmäcker sind Gott sei Dank unterschiedlich. Und deswegen haben wir natürlich auch dieses Modell jetzt hier neu ins Programm reinbekommen. Und von dem behaupte ich mal hier, haben Sie aus dem Hause Hewlett-Packard, also einer der wohl bekanntesten Computerhersteller der Welt, nicht nur ein sehr ausgereiftes Gerät, sondern für mich persönlich einen absolut perfekten Allrounder. Definitiv etwas größer von der Bilddiagonale. Wir sprechen hier von einer Bilddiagonale von 15,6 Zoll. Das sind also fast 40 Zentimeter in der Bilddiagonale. Wir haben schon festgestellt beim Betrachten des Videos, also alleine die Bildqualität, und ich drehe sie mal so rum, damit Sie mal einen kleinen Einblick bekommen, ist hier schon großartig. Mhm. Ja, hochauflösend natürlich und das auf fast 40 Zentimeter Bilddiagonale. Da kommen die Farben richtig gut raus. Also auch wenn du mal im Internet surfst, dir mal auf sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei TikTok oder bei Facebook oder was da deine Videos anschaust oder YouTube-Videos. Solche Geschichten macht er natürlich großartig. Oder mal ein Streaming-Dienst. Ja, auch da kannst du natürlich gerne mal deine Filme ganz einfach mal streamen. Online-Streamen mache ich natürlich auch ganz gerne. Vollwertige Tastatur hat er. Und wir reden hier von einem Hewlett-Packard aus der Elitebook-Serie. Das ist ein Elitebook 850. Aus der zweiten Generation, und jeder, der sich schon mal speziell mit der Geschäftsrechnersparte von Hewlett-Packard auseinandergesetzt hat, der weiß, da wird ganz besonders großen Wert auf Qualität gelegt, gerade auch wenn es um das Äußere eines solchen Rechners geht. Hewlett-Packard hat da ein sehr interessantes Testverfahren, bevor so ein Rechner in Serie geht. Die haben also die entwickeln solche Rechner nach, wie sagt man so schön, militärischen Standards. Ui. Ja, das kann man ein wenig relativieren. Militärische Standards bedeutet, in der Produktionsphase, in der Testphase werden solche Rechner also extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt. Die werden geschüttelt, die werden gewackelt, die werden also unter extremsten Bedingungen getestet. Deswegen sagt man nach militärischen Standards, und erst dann, wenn sie diese Standards erfüllen, gehen sie also für den Endverbraucher, in dem Fall für Geschäftskunden, dann wieder in die eigentliche Serienproduktion. Das merkt man hier an den Edelstahlscharnieren, das merkt man an dieser magnesiumverstärkten
Oberfläche nahezu kratzfest. Hier bitte, wenn Sie mit der Schraube drüber kratzen, kriegen Sie überall einen Kratzer rein. Aber jetzt hier im ganz normalen täglichen Gebrauch muss man sich also wirklich schon sehr anstrengen, dass man hier überhaupt irgendwas kaputt bekommt. Fingerabdruckscanner haben Sie, ein großes Touchpad, um hier auch mal ohne Maus, wenn man unterwegs ist und kein Zubehör dabei hat, den Cursor super bewegen kann. Und jetzt gucken Sie sich das mal an hier. Ja, ich muss mal schauen, dass ich nichts Falsches sage. Knapp 2 Kilogramm Gesamtgewicht. Sie sehen, ich kann das hier also immer noch locker mit einer Hand halten. Und so darf bitte moderner Rechner auch in dieser Größe aussehen. Ich mache uns in der Zwischenzeit, während wir vielleicht mal die technischen Daten aufrufen, ganz einfach auch mal die Webcam noch dazu, weil die hat da eben natürlich auch eben Zubehör mit drin. Warte, wo ist die Kamera? Gucken wir mal. Und dann können wir natürlich auch mal schauen, was hat der für Leistungswerte im Inneren? Ist das etwas, womit Sie zu Hause zurechtkommen können? Ja, sage ich, ganz klar können Sie das. Also auch hier von der Qualität her Spitzenklasse. Webcam ist natürlich ebenfalls mit dabei. Da kann man übrigens auch ein paar Schnappschüsse mitmachen. Konsti, wink doch mal. Konsti? Konstantin? Er will nicht. Winkst du uns mal? Ja, 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 an der Seite hier. Ja, die schön andere schön. Seite bitte auch nochmal. Ah. Ja, ja. Alle da. So, also hier passiert nichts Unwahrbares. Ist ein richtig schönes Gerät und natürlich ausgereift und, wie soll ich sagen, grundsolide. Also wenn Sie wirklich auf einen Allrounder setzen möchten, bei dem Sie sagen, Mensch, ich mache hier auch mal meine Online-Geschichten, meine Online-Banking-Nummern und so weiter. Ich persönlich sitze hier in Niedersachsen. Meine Hausbank ist in Köln. Ja, da habe ich die Ausbildung mal irgendwann gemacht vor 30 Jahren, habe aber trotzdem das Konto behalten. Da kann ich nicht immer hinfahren, wenn ich einen Überweisungsträger einwerfen möchte. Also mache ich das online. Viele von Ihnen werden das auch machen. Ist natürlich hier mit drin, deswegen sei der Antivirenscanner da auch nochmal erwähnt. Windows 10 natürlich, 8 GB Arbeitsspeicher, sehr, sehr gute und grundsolide Standardwerte. Und natürlich auch zum Speichern all Ihrer Daten zu Hause. Musik, Fotos, Videos und gerade jetzt auch nach der Urlaubszeit vielleicht ein großes Thema für Sie zu Hause. 256 GB auf einer sogenannten Solid Stage Drive, auf einer ganz flachen und ruckelfreien Festplatte, die Ihnen sehr zuverlässig all Ihre Daten speichert und natürlich dann auch wieder ausgibt, wenn Sie sie haben möchten. Zubehör haben wir natürlich ebenfalls, das heißt, ein paar Extras sind mit dabei. Webcam haben wir gerade schon gesehen, Bluetooth-fähig ist er auch. Und auch da nochmal das Thema Kopfhörer erwähnt, bei fast 40 cm Bilddiagonale schaut man natürlich auch mal ganz gerne ein Filmchen oder irgendwie sowas oder mal ein schönes kleines Video. Da mag ich, wie gesagt, diese Kabel nicht, auch nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze. Da ist der Bewegungsradius immer so eingeschränkt, können Sie kabellos andocken. Und wenn Sie übrigens unterwegs sind und mal kein kabelloses Internet, kein WLAN zur Verfügung haben, können Sie hier auch gerne eine LTE-Karte reinstecken. Das kennen Sie vom Handy aus. Und dann surfen Sie ganz einfach und komfortabel über das Handynetz mit Ihrem Laptop im Internet. Also alles in allem, ich bleibe dabei, ein grundsolides Gerät, schön groß, dabei schön leicht, ausgereift und grundsolide, auch der zu einem Spitzenpreis. Ja, der liegt bei 449,99 €. Ja. Diesen Preis sichern Sie sich nur jetzt und die nächsten 2 Stunden mit der folgenden Bestellnummer, der REF 1557 und der 569. Ideal für unterwegs, ich finde es aber auch schön, wenn ich zum Beispiel mal einen richtig alten Rechner noch zu Hause habe, ja, vielleicht so einen uralten Desktop-PC mit so einem Trümmer, mit einem riesen Bildschirm. Da ist doch das hier, dieses Modell, ja, oder auch das nächste Modell, was wir Ihnen mitgebracht haben, echt perfekt dafür geeignet, weil Platz sparen ist doch immer eine gute Sache. Ne? Und genau das ist es ja. Vor allen Dingen hast du so einen Desktop-Rechner an ein und der gleichen Stelle. Stimmt. Irgendwo am Schreibtisch, nimmt der natürlich entsprechend Platz weg. Aber vielleicht möchte man auch mal auf dem Sofa sitzen oder mal im Sommer oder von mir aus am Spätsommer mal draußen auf der Terrasse im Internet surfen. Das alles geht natürlich mit einem Laptop leichter als mit einem festen PC, der ein paar Kilo mehr wiegt jetzt hier. Aber wir kommen zu unserem Parademodell und ich musste gerade eben so lachen. Ich habe sie alle 3 aufgebaut. Wie gesagt, mein ganz persönlicher Favorit ist der erste wegen seiner kompakten Größe. Der zweite, ein grundsolider Allrounder. Aber Diana überlässt natürlich wieder nichts dem Zufall hier. Mhm. Greift sich gleich wieder das Parademodell hier in unserer Riege. Ich bin wirklich begeistert. Und hat dann also auch gleich erkannt, was wir hier für ein Schätzchen anbieten können. Das ist ein Hewlett-Packard, ein HP, aus der sogenannten Z-Book-Serie. Und die Z-Book-Serie ist von Hewlett-Packard unter einer ganz bestimmten Prämisse entwickelt worden. Also die Chefs, quasi die Abteilungsleiter aus der Entwicklungsabteilung, sind zu ihren Ingenieuren hingegangen und haben gesagt, so Freunde, wir haben eine schöne Aufgabe für euch. Wir haben jetzt hier die Leistungsdaten eines klassischen Desktop-Rechners, der aufgrund seiner Größe natürlich, ich sag mal, immer noch mal ein bisschen mehr Power bietet, klar. Aber packt uns doch bitte diese Leistungswerte, die normalerweise nur in einem klassischen Desktop-Rechner
auch gerne mal in einem Büro verbaut werden, mal in ein schönes, schlankes Gehäuse, mal für unterwegs in einen Laptop mit hinein. Und so sind die Ingenieure losgelaufen an das Zeichenbrett und haben gemacht und getan und überlegt und sortiert und geschoben und geschraubt und so weiter. Und da ist dieses Modell draus entstanden. Und ich muss zugeben, da kann man also eigentlich nur den Hut vorziehen, weil hier ist wirklich alles drin, was man selbst als anspruchsvoller Kunde, selbst als Mensch, der also wirklich mehrere Stunden über den Tag verteilt, mit einem grundsoliden Gerät Videobearbeitung macht, Fotos macht und so weiter, Fotobearbeitung. So wie hier alle mit den sozialen Netzwerken, ja, also die ganzen Geschichten. Also da wirst du definitiv deine Freude dann haben. Der ist schnell, der ist ausgereift, der ist robust von seinem Gehäuse her, perfekt also auch zum Mitnehmen. Aber reden wir ruhig mal über ein paar Zahlen. Der hat mit seinen 15,6 Zoll ebenfalls fast 40 cm Bilddiagonale. Was uns hier allerdings aufgefallen ist beim Betrachten der Bildschirme, der hat mit seinem Full-HD-Bildschirm definitiv die brillanteste Auflösung. Die Farben kommen unglaublich scharf rüber, die Kontraste sind da und deswegen natürlich auf dieser Größe ein absoluter Hingucker. Von Intel der moderne Xeon-Prozessor, der E3 hier als Vierkernlösung, bedeutet also ordentlich Rabatz unter der Haube hier, also da können Sie gerne mal mit einem kleinen Leistungsüberschuss rangehen. Doppelt so viel Arbeitsspeicher übrigens als momentan so im Standardbereich üblich. Normalerweise hast du normalerweise hast du 8 GB Arbeitsspeicher, hier sind es viermal so viel, hier sind es 32 GB. Du hast, und das unterstützt das brillante Bild, noch eine Nvidia Quattro Grafiklösung mit drin, mit einem internen Speicher von 4 GB, gerade wenn man große Datenmengen, große Filme, die Sie vielleicht mit ihrem Handy aufgenommen haben, da haben wir mittlerweile auch 4, 8K Auflösung und so weiter. Das sind große Datenmengen, die muss man erstmal verarbeiten können. Mhm. Schafft der locker, ja? Nimmt er nicht als Herausforderer, mache ich mal ebenso nebenher gerne auch mehrere Videos gleichzeitig, der kommt definitiv so schnell nicht an seine Grenzen. Windows 10 in der professionellen Variante, also nochmal eine Spur größer, noch ein bisschen besser von der Ausstattung her, ist auch schon mit drauf. Antivirenscanner, Sie wissen, es gibt auch schlimme Finger im Internet, die Ihnen gerne mal Ihre Passworte oder sonst was ausspähen. Das ist also so ein kleiner wilder Westen. Kann ich Sie hier beruhigen, kann definitiv nichts mit passieren. Einmal aktiviert, haben Sie es automatisch mit drauf, ein ganzes Jahr lang kostenlos zu Ihrer Verfügung. Webcam hat er, kabellos die Bluetooth-Möglichkeit. Und da das natürlich ein richtiger High-End-Rechner ist, wird der auch gerne mal im Geschäftsbereich für Präsentationen genutzt. Wenn du mal einen Beamer anschließen möchtest zum Beispiel, ist mal interessant im Sommer, wenn du draußen auf der Terrasse so eine Art Privatkino hast, wie unsere Kollegen in der Regie, das ist natürlich eine ganz tolle Angelegenheit, ja, mit dem Cocktail in der Hand mal im Sommer eigenes Kino über den Beamer machen. Kannst du hier machen, du hast sogar einen eigenen HDMI-Anschluss dran, so wie man das normalerweise sonst von modernen Fernsehern kennt. Also alles mit drin, alles mit dran. Ein wirklich fantastisches Gerät und das Ganze eingepackt in knapp 2,5 Kilo. Also auch den kannst du locker mal mitnehmen, locker noch in einer Hand halten. Kein Schwergewicht, sondern eher ein Leichtgewicht mit Leistung im Überschuss. Wenn du wirklich anspruchsvoll bist und sagst, ich möchte jetzt wirklich nichts dem Zufall überlassen, ich möchte jetzt genau das Parademodell haben, mit dem ich, egal was ich mache, absolut zufrieden bin, ist das Hewlett-Packard ZBook definitiv die absolut erste Wahl. Ja, und haben Sie es gesehen in der Zwischenzeit? Da ist eingeblendet gewesen, nicht nur, dass es versandkostenfrei ist, sondern dass Sie 78% im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung sparen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wir wollen auch nochmal bei Pearl.de vorbeischauen, wo da der Preis liegt. Der liegt nämlich deutlich höher, bei 900 Euro knapp. Sie sparen dann nochmal 50 Euro obendrauf, einen ganzen Fuffi. 849,99 Euro für ein Hewlett-Packard ZBook. Das sichern Sie sich mit der Bestellnummer RER 1541 und der 569. Wie gesagt, nicht von einem Neugerät zu unterscheiden. Das können wir hier bestätigen, weil wir haben ja auch genau diese Refurbished-Modelle hier geliefert bekommen. Und ich sage es gerne nochmal, Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Sie nochmal eine Sendung sehen, wo wir genau diese Modelle hier zeigen, weil wir die immer nur begrenzt haben und begrenzt bekommen. Weil, diese Leasing-Rückläufer gibt es eben nicht wie Sand am Meer. Aber das ist Ihre Chance, die Sie hier ergreifen sollten. Und ich finde es immer so beachtlich zu sehen, auch wie sorgfältig da die Produkte und die Einzelteile auseinandergenommen werden, wie pfleglich die behandelt werden. Und da werden ja auch einzelne Teile auch ausgetauscht. Das ist es ja gerade. Also wir arbeiten hier nicht umsonst mittlerweile seit über 10 Jahren mit einem der größten Refurbisher Europas zusammen. Wenn Sie diese Akribe mal sehen, die da so an den Tag gelegt wird. Also wenn da 20 Geräte zurückkommen, werden also per se schon mal die ausgetauscht, die überhaupt nicht mehr in Frage kommen, die verkratzt sind zum Beispiel oder wo jetzt also irgendwas gar nicht mehr funktioniert, die fallen per se raus. Dann werden die genauestens überprüft, ausgetauscht,
rein, ich sollte ein schadhaftes Teil dabei sein, ausgetauscht und dann erst geht es in die Qualitätskontrolle, Dauertest mit allem Schnipp und Schnapp und erst wenn die Geräte das bestehen, dann gehen sie zu uns in den Wiederverkauf. Ihr Vorteil, günstige Preise, 24 Monaten gesetzliche Gewährleistung, alles mit drauf und das in High-End-Qualität. Also wenn Sie einen neuen Rechner brauchen, wird definitiv einer für Sie dabei gewesen sein. Ja, vielleicht wenn Sie einen neuen Rechner haben möchten, vielleicht aber auch nochmal in Ergänzung einen Rechner für unterwegs beispielsweise haben möchten, sind die optimal. Jetzt direkt zum Hörer greifen, die 0800 51 51 3x4.